Mucken. Johann Joachim Winckelmanns Leben fand ein unrühmliches Ende. Am 8. April 1768 erstach ihn der bereits vorbestrafte Koch Francesco Arcangeli mit 7 Messerstichen, weil er ihm Gold- und Silbermünzen stehlen wollte. An dieses Schicksal erinnert ein Raum im Winckelmann-Museum in Stendal. Ein Blutfleck und ein umgestürzter Stuhl sollen die Szenerie im Hotel Ostoria Grande in Triest demonstrieren. Warum wir diesen Beitrag mit dem Tod des deutschen Archäologen Winckelmann beginnen? Weil auch der Rundgang im neu gestalteten Museum damit startet. Am Vortag der Wiedereröffnung des Winckelmann-Museums, das in seinem Geburtshaus in Stendal beheimatet ist, präsentierte Max Kunze, der Präsident der Winckelmann-Gesellschaft, das Ergebnis der gut zweijährigen Bauzeit den interessierten Medien. Die waren zum Termin auch zahlreich erschienen, gab es doch auf dem Weg zur Wiedereröffnung einige Verzögerungen und Probleme. Grund genug, sich einmal genauer mit dem Ergebnis zu befassen. Ja, es gibt noch ein paar kleine Nacharbeiten sicherlich, aber im Großen und Ganzen und in den Ausstellungen ist eigentlich alles perfekt. Und da sind wir sehr zufrieden, dass wir so weit gekommen sind. Zunächst erst einmal die baulichen Veränderungen. So wurde an das historische Gebäude ein moderner Anbau angesetzt, der nicht nur eine barrierefreie Erschließung des Museums mit einem Fahrstuhl gestattet, sondern auch zahlreiche neue Räumlichkeiten bietet, die zum Beispiel als Museumsshop, Bibliothek oder Ausstellungsräume genutzt werden können. Daran schließt sich ein Flachbau an, der das sogenannte Familienmuseum beheimatet. Das konnte zu diesem Medientermin jedoch noch nicht gezeigt werden, denn wie es heutzutage üblich zu sein scheint, musste auch im Stendaler Winckelmann-Museum bis auf den letzten Drücker gearbeitet werden. Und dabei waren die Ausstellungsmacher die letzten in einer langen Reihe der auszuführenden Arbeiten. Ja, denn erst wenn der Fußboden liegt, kann die Vitrine aufgestellt werden. Doch ein Ende war abzusehen und Max Kunze, der seit 1990 als Präsident die Geschichte der Gesellschaft leitet, präsentierte den Medien die neu gestalteten Ausstellungsräume. Das reicht von der Winckelmann-Ausstellung, die stark erweitert worden ist, die über viele Räume sich hier hinzieht und den Bogen seiner Biografie und seines Werkes schlägt, bis hin zu dem Familienmuseum, das sich gleich anschließt, das ihn unter dem Motto unter dem Vulkan Kinder und Jugendliche einführen soll in die Antike, in antikes Leben und Erleben. Denn das ist ein Hands-on-Museum, man darf alles anfassen, man darf mit allem umgehen und das ist Sinn eben dieses Kindermuseum, das ja bisher auch sehr erfolgreich bei uns gelaufen ist über viele Jahre, dass wir auf neue Weise fortsetzen wollen. Und dann haben wir eine nächste Etage für Sonderausstellungen, einen Lesesaal für Besucher. Jeder Museumsbesucher kann auch über Winckelmann oder die Antike oder Kunstgeschichte nachlesen und sich da reinsetzen, wenn er will. Oder er kann auch in das sogenannte Mäzenatenmuseum gehen, wo wir 8000 Jahre Kunst zeigen, von Neolithikum bis zur Gegenwart. Und das ist eine Sammlung von Stiftern, die der Winckelmann-Gesellschaft ihre Sammlungen seit 1951 etwa übereignet haben. Und da ist eine Auswahl in diesen Kabinetten und zu sehen, die hochinteressant einen Überblick über Kunstgeschichte geben. Bei der Ausgestaltung legten die Verantwortlichen besonderen Wert auf die passende Präsentation der überlieferten Artefakte. Moderne Medien spielen dabei eine eher untergeordnete und begleitende Rolle. Ja, sicher. Medien sind sehr gut und sie erläutern und sie können helfen, aber sie sollen nicht das Objekt ersetzen. Und wir fokussieren die Medien darauf, die wir hier einsetzen, auf die Objekte zu schauen und nicht diese als Informationsquelle allein zu nutzen. Ein Beispiel für eine gelungene Einbeziehung digitaler Gerätschaften dürfte die Ausstellung der Gemmen sein, deren Katalogisierung sich Winckelmann zu seinen Lebzeiten widmete. Und das Museum verfügt über eine stattliche Anzahl dieser kleinen Schmucksteine mit Bildmotiv. Über die Vielzahl der Objekte erfährt man etwas auf einem Bildschirm. Ein Lichtstrahl hebt das zugehörige Originalobjekt aus der Sammlung hervor. Doch das ist nur ein kleiner Teil in der Ausstellung, die in einem speziellen Raum ihren Höhepunkt findet.
Das ist sozusagen der Höhepunkt der Winkelmann-Ausstellung. Da findet man die drei berühmten Statuen des Belvedere-Hofes des Vatikans, den Apoll von Belvedere, den Torso und den Apoll und den Laokoon, entschuldigen Sie. Und diese sind auch eben erlebbar durch Filmsequenzen, in denen die Herkunft und die Auffindung geschildert wird und auch die kunstgeschichtliche Einordnung separat nochmal erläutert wird. Und auch die Texte Winkelmanns, die er dazu geschrieben hat, sind ja hymnische Beschreibungen, die kann man sich hier anhören, ganz in Ruhe. Neben der eigentlichen Winkelmann-Ausstellung wurde auch das bereits erwähnte Mäzenatenmuseum neu gestaltet. Und man wird zukünftig aus überlieferten Nachlässen Sonderausstellungen gestalten, die sich besonders der Kunst und Kultur des Altertums und deren Rezeption widmen werden. Den Auftakt macht eine Exposition über das Verhältnis von Winkelmann und Lessing und deren Leistungen bei der Altertumsforschung. Die Winkelmann-Gesellschaft hat sich diesen Forschungsgegenstand ebenfalls zur Aufgabe gemacht. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zeugen davon und werden wohl auch zukünftig noch veröffentlicht werden. Wir werden diese Kabinette, die wir da oben eingerichtet haben, sicherlich hin und wieder mal austauschen und andere Stiftungen hineinnehmen, die wir dann über Jahre präsentieren und dann auch die publizieren, denn nicht alles ist publiziert und das hilft uns auch in dieser Frage weiterzukommen. Wir haben 5, 6 Kataloge schon zu den Sammlungen, aber wir wollen das auch natürlich irgendwann insgesamt in Katalogen publiziert wissen. Die Entdeckung der Schätze lohnt sich übrigens nicht nur für Erwachsene. Auch abseits des Familienmuseums unterbreiteten die Gestalter zahlreiche Angebote für Kinder, daran zu erkennen, dass Winkelmann dort immer als Jojo bezeichnet wird. Ein Spitzname, der extra erfunden wurde, damit Kindern der Zugang zum Leben und Werk leichter fällt. Max Kunze sprach davon, dass man leicht einen ganzen Tag im Museum verbringen könne. Durchaus möglich, wenn alle multimedialen Angebote auch genutzt werden. Die Möglichkeit dazu besteht für alle ab dem 8. Dezember, an diesem Tag übrigens begleitet von einem umfangreichen Festprogramm.